Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir haben im letzten Part 4 dieser Siegel gebrochen und jetzt will dieser Assi gegen uns kämpfen. Wie besiege ich den eigentlich? Das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Also ich habe schon eine gute Vorstellung davon. Und zwar übernehmen wir wahrscheinlich einfach diese Tintenfische. So, und dann wollen wir mal dorthin und dann wahrscheinlich einfach auch seinen Kopf irgendwie, oder? Das ist momentan so meine Lösung. Ja, jetzt bleibt er auch mal da stehen, Alter. Hab ja nicht die ganze Tag Zeit. Jetzt hoch hier. Hoch. Ja, wobei. Okay, also ich muss schon irgendwie ein bisschen näher rankommen. Ich meine, wir sind verdammt langsam in der Luft, ne? Warte mal. Vielleicht jetzt? Er ist ja jetzt quasi über seine eigene Bombe, ne? Ja, es macht ihm keinen Schaden, okay. Also, ach so, das geht so. Oh, das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Jetzt greif ihr, Alter. Ja, genau. Oh. Und nein, jetzt ist mein Wasser ist ausgegangen. Okay, komm, hoch da. Ja, also das ist schon ziemlich episch. Also dieser Boss gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, die Verwandlung gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist bisher meine Lieblingsverwandlung, würde ich fast schon sagen. Ja, ich weiß, dass ich auf seinen Kopf muss, Alter. Erstmal dorthin kommen. So, jetzt hier. Oh, oh. Da wurde richtig gaut. Stampattacke. Ah, nee, das war gar nicht... Okay, egal. Das war nicht Teil des Plans hier. Ah, okay. Gib mir das mal das Ding her. Komm her, wir brauchen deine Hilfe. So, wo ist er hin? Dort hinten. Der Boss ist ganz cool, der gefällt mir sehr gut. Sehr kreativ vor allem auch, ne? Bisher muss ich ja sagen, haben mir die Bosse in diesem Spiel nicht so gut gefallen. Also geht so, würde ich sagen. Ich brauche, warte mal. Wir sterben hier gleich, das ist so ein bisschen das Problem. Alter, wenn er mal stehen bleiben würde für eine Sekunde, ne? Aber so dumm ist er nicht. Der bewegt sich immer weiter und weiter und weiter. Ah, ist das nervig. So, jetzt komm her. Das Ding ist halt, dass ich auch nicht allzu viel Wasser habe. Deswegen muss ich halt auch mal runtergehen. Aber Moment mal, der ist ja jetzt gar nicht mehr... Der hat ja jetzt gar keinen Dingens mehr. Der nimmt aber trotzdem noch Schaden von Wasser, okay. Nein, bleib stehen, Alter. Okay, zweiter Treffer. Perfekt. Jetzt ist er wieder weg. Okay, wir haben ein Leben noch übrig. Ich kann mir mal eben ein zweites holen. So. Wo ist er hin? Dort hinter mir irgendwo. Dann holen wir uns hier mal eben die Qualle. Ich will immer Qualle sagen, ich weiß nicht warum, Alter. Gib mir hier den Tintenfisch. So. So. Dort hinten ist er und dann wollen wir mal da dran. Und dann haben wir ihn auch gleich schon besiegt, schätze ich mal. Ich frage mich auch, ob es am Ende mal wieder so eine Art Bossparade geben wird, wo man halt gegen jeden Boss des Spiels nochmal antreten muss. Das ist ja eigentlich gang und gäbe in Mario-Spielen. Wobei, was heißt gang und gäbe? Das gab es in Mario... Alter, bleib doch einfach mal stehen für eine Sekunde. Du kotzt mich so sehr an. So, jetzt hier, so. Ich meine, in Mario 64 war das so. Mario Galaxy war das so. Aber in Mario 64 und Sunshine gab es sowas nicht. So eine Bossparade, ne? Ich meine, in Mario 3D World gab es auch sowas. Vielleicht täusche ich mich da gerade. Nein, bleib stehen. Ja. Down. Mario, jetzt fall da nicht runter. Der explodiert jetzt hier, glaube ich. Boah, der ist ja wirklich explodiert. Ich weiß nicht genau, warum er explodieren würde, aber okay. Und jetzt kriegen wir hier das Edelwasser zurück. Yay. Und ein Dreifachmond. Das war ein cooler Boss. Der hat mir sehr gefallen. Coole Mechanik. Cooler Kampf. Also, das war cool. Das Glas ist nicht mehr halb leer, sondern halb voll. Und nun? Wir sind ja wahrscheinlich noch nicht hier fertig. Wie lautet unsere nächste Aufgabe? Ist das ein famoser Sonnenuntergang und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner? Aber Bowser scheint irgendwie gar nicht mehr in diesem Land zu sein. Wir müssen ihm hinterher. War es das jetzt hier schon? Das war alles, was ich hier machen musste? Oh, das ist aber ein bisschen lame. Die Welt finde ich eigentlich ganz schön. Also hätte man hier noch ein paar Aufgaben hinmachen können. Gut, wir wollen natürlich auch diese Welt mal so ein bisschen erkunden, ist ja klar. Aber ich finde, hier hätte man schon noch die ein oder andere Aufgabe hinpacken können. Ach, was haben wir denn da? Was ist das denn? Keep.
Da steht Keep. Also behalten oder so. Hä? Also das, ihr seht das, ne? Das Weiße muss man quasi lesen. Und nicht das Schwarze. Und über dem E ist der Mond. So ein bisschen daneben quasi. Zwischen den beiden E's. Ja, ich mache mal einfach hier Foto. Mal gucken, was irgendwas bringt. Aber von hier aus sieht man es eigentlich ein bisschen besser, dass da Keep steht, ne? Aber okay. Gut, gut, gut. Hier kann man hoch. Vielleicht. Ja, aber nicht so, ne? Ich meine, ich habe hier gar nicht genug Platz für einen Wandsprung. Ich bräuchte quasi nochmal einen von den... Ja, komm mal her da. Ich bräuchte nochmal so eine Qualle hier. Sorry, ich sag immer Qualle, ich weiß auch nicht warum. Hier, der Tintenfisch, ne? Also, wir gehen dort rein. Und dann, wobei, wir haben ja gar nicht mal so viel Wasser, ne? Aber hier ist ja ein bisschen Wasser am Boden. Reicht das wohl aus, um mich wieder aufzuladen? Ja, 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 doch, doch, doch. Das ist also doch schon so geplant. So, und jetzt hier rein, so. Ach, das, dafür kriegt man schon einen Mond. Also das finde ich immer so ein bisschen schade, dass die solche Passagen nicht ein bisschen länger machen. Hinauf dank Wasserrückstoß. Ja, das war eine coole Aufgabe. Muss man natürlich auch erstmal finden, ne? So, hätten wir einen weiteren Mond hier. Aber wir haben ja hier generell noch sehr viel zu erkunden. Wir brauchen auch noch das eigentliche Outfit dieser Welt, damit wir an diesen einen Ort reinkommen. Waren wir hier schon? Ja, ja, doch, hier waren wir schon, ne? Genau. Ich habe hier vorhin, glaube ich, mal irgendwo auf dieser Seite Plessy gesehen. Und ich würde sagen, da sollten wir vielleicht mal vorbeischauen. Denn wir brauchen ja, wie gesagt, das Outfit. Und wenn wir das haben, dann können wir durch diese eine Tür kommen und da kriegen wir dann wahrscheinlich einen weiteren Mond. So war es bisher zumindest immer. War die nicht hier? Ich hätte schwören können, dass die hier irgendwo war. Ah, dort... Nee. Das muss ja quasi eine lilane gewesen sein, ne? Weil die gelben sind ja immer nur diejenigen, die mit normalen Münzen handeln und nicht die, die mit der Währung der Welt handeln. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Ja, hier ist doch einiges, ne? Bisschen abgelegen, aber hier ist noch einiges. Hier mal das Zeug mitnehmen. So, so, so. Und Herz, ja gut, das braucht man nicht. Wir sind YouTuber. YouTuber haben bekanntlich kein Herz. Deswegen lassen wir das einfach mal da. Weil ich hab's, glaube ich, eingesammelt, oder? Habe ich das gerade eingesammelt? Ich wollte es nicht einsammeln. Ah, nee, ich hab's nicht eingesammelt. Gut. Und ich brauch's jetzt. So. Gut, was jetzt? Also, ich bin ja jetzt nicht wegen den Gumbas hierher gekommen. Hier muss da noch irgendwas sein. Ja, da haben wir... Das ist ja, komm hier, her mit dem Mond. Ja, geschenkt, vollkommen geschenkt. Ausgrabung in der hinteren Schlucht. So, hoch hier. Ah, da haben wir wieder so eine Nuss, ne? Ich habe den Ort dafür... Das ist da, ne? Oder? Sieht das nur so aus? Ich wollte gerade sagen, ich habe den Ort dafür bisher noch gar nicht gesehen, aber... Das sah gerade so aus, als ob das hier wäre. Ja, 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 hier. Oder? Nee. Ja, toll. Das habe ich mir so nicht vorgestellt, aber okay. Ich dachte, ich hätte das hier einpflanzen sollen, aber nee. Überhaupt nicht. Ja, kein Plan, wo das Ding dann sein soll. Das kann ja wirklich überall sein. Ja, soll ich jetzt danach suchen? Ich kann das Ding einfach mal mitnehmen, ne? Aber wo genau es sein könnte, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ach komm, ich lasse das einfach mal weg. Wir werden schon den Ort irgendwann mal finden. Und dann komme ich nochmal hierhin zurück. Wo genau könnte ich denn jetzt überhaupt noch hingehen? Ich muss sagen, ich bin in diesem Spiel echt ein bisschen orientierungslos. Die Welten sind irgendwie schon ziemlich groß, aber zur selben Zeit auch ziemlich klein. Es gibt gleich vier davon? Ich weiß nur, wo es einen gibt. Von daher bringt mir das momentan auch nicht wirklich viel. Aber kann ich jetzt hier Beachvolleyball spielen? Versuch, den Ball 15 Mal hin und her zu schlagen. Okay. Was jetzt? Ist ja quasi wie in ARMS. In diesem Minispiel. Ach, das war ja mal gar nichts, Alter. Komm nochmal.
Und hopp rüber da. Eins. Und komm. Dann Nummer zwei. Auch ganz nett, dass das so ein Schieb-Schieb-Wasserball ist, ne? Wasserball habe ich damals immer sehr gern gespielt in meiner Kindheit. Das war noch Zeiten. Alter! Ist das schwer oder tue ich... aber man kann das mit Cappy machen, okay. Das hätte ich vielleicht vorher bedenken müssen. Okay, so. Tempo, ja, von wegen Tempo. Und jetzt hier, hopp. Ich finde es auch übrigens ziemlich schade, dass wir damals im Sportunterricht nie Wasserball gespielt haben. Ich meine, wir waren relativ oft im Schwimmbad, aber was wir da immer gemacht haben, war halt nur Schwimmen und nie Wasserball. Warum eigentlich nicht? Gut, in einem normalen Schwimmbad Wasserball spielen, ne, ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, ne? Also eigentlich geht das ja am besten, wenn man einfach nur läuft, anstatt zu springen. Finde ich jetzt zumindest. So. Was jetzt? Okay. So. Und... hopp. Und einer noch. So, Mond hätten wir. Geht es hier noch weiter? Ja, anscheinend. Ich habe noch gekriegt, oder? Ja, doch, 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 doch. Ah, oh, okay. Weiß nicht, warum genau es weitergeht, aber okay. Wann genau verliere ich denn? Der hat jetzt gerade schon den Boden berührt, ne? Ich mache jetzt einfach mal weiter und guck, was passiert, aber... okay. Du bist echt gut, Volleyballfreund. Was auch immer der gesagt hat. Beach-Volleyball-Champion. Ja gut, schwer war das jetzt nicht. Da kriegen wir bestimmt auch eine Aufgabe, oder? Vielleicht für 50 oder 100? Ich versuch's einmal. Einmal. Wie beim Seilspringen versuche ich den Kram hier einmal. Wobei ich sagen muss, das Seilspringen war deutlich interessanter als das hier. Vor allem, weil das hier auch so langsam losgeht. Da finde ich das jetzt nicht so interessant. Ja, das ist schon ein bisschen langweilig, oder? Also vor allem, das wird ja erst bei 20 oder so ein bisschen schneller, von daher. Also diese Aufgabe gefällt mir jetzt nicht so sehr. Für einmal 15 Mal ist es ganz okay. Aber wenn man auch für 100 Mal einen Mond bekommt, dann ist das schon eine Qual, schätze ich mal, weil man das ja auch nicht sofort beim ersten Mal normalerweise hinbekommt. Aber naja, wir wollen es zumindest einmal versucht haben, würde ich sagen. Ah ja, ach, egal, komm, es ist jetzt echt keine Aufgabe, die mir allzu sehr Spaß macht. Deswegen, ja, belassen wir es mal dabei und suchen hier ein bisschen weiter. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas, oder? Ja, doch, doch, doch. Warte mal. Ich bräuchte noch mal einen von den Tintenfischen hier. Ja, richtig gehört. Dieses Mal habe ich nicht Quallen gesagt. Alter, ich wollte dich doch nur übernehmen. Her damit. So. Also gefühlt kann man jetzt hier mit Hilfe dieses Tintenfisches weiter. Wir begeben uns quasi nach oben. Ja, genau. Hier. Und jetzt rein hier. Okay. Mal hier schauen, ob wir irgendwas haben. Nee, anscheinend nicht. Gut, dann wollen wir mal los hier. Also. Und jetzt rüber da. Rüber da und weiter und weiter. Also ja, ich hab's jetzt schon mal erwähnt, aber mir gefällt diese Verwandlung hier sehr, sehr gut. Bisher finde ich die coolste Verwandlung in diesem Spiel. Also da kann man einige coole Dinge mitmachen, würde ich sagen. Erinnert mich halt auch sofort zurück an Mario Sunshine. Deswegen, ja, ich habe da echt nichts Schlechtes zu sagen. Aber ich muss mich hier immer gut umschauen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Aber, So. Greift er mich jetzt eigentlich an? Ja, anscheinend, ja. Mann, ich bin doch dein Freund, Alter. Sag mal, was ist denn mit dir los? So, jetzt hier durch. Ich hab hierfür nicht genug Wasser, oder? Ach, das sind so Wasserfenster. Wenn ich da durchfliege, kriege ich wieder volles Wasser. Glaub, oder? Ach, keine Ahnung. Aber es sah gerade zumindest so aus, ein bisschen, finde ich. Nein, jetzt ist er... Ja, das war halt das, was ich... Ach, Mann. Das war mir auch so klar, dass das nicht genügend Wasser ist. Aber was soll ich denn machen? Also. Wir fliegen hier schön entlang. Also, eine Frage, die ich mir jetzt hier gerade schon so ein bisschen stelle, ist, hat man eine bestimmte Menge an Wasser oder ist es eine Art Zeitlimit? Weil ich kann hier schon jetzt hier so schnell mal eben durchfliegen, ne? Das geht ganz locker.
Ich glaube, es kommt eher auf die Zeit an und nicht, wie oft man das einsetzt. Weil ich wollte halt möglichst viel Wasser sparen und so möglichst weit kommen. Aber das war anscheinend die falsche Herangehensweise hier. Ist da oben irgendwas? Ich meine, so hoch komme ich ja auch gar nicht, ne? Also von daher ist das, glaube ich, relativ schwachsinnig, ja. Ja, hier muss ich ja jetzt schon irgendwie so machen, ne? Ansonsten komme ich hier nicht wirklich weit. So. Ah. Hä? Okay. Das war null so geplant. Ich dachte, ich falle jetzt in die Hölle. Aber nee, hier ist ein versteckter Mond anscheinend. Alter, ist der gut versteckt. Da kommt... Wie soll man da überhaupt drauf kommen? Flug durch das enge... Hä? War das so geplant, dass ich jetzt hier... Ich habe keine Ahnung. Ja gut, ich bin jetzt da noch nicht fertig gewesen. Ich möchte da nochmal rein. Also, da war ja noch ein weiterer Mond. Also, den muss man ja fast aus Versehen finden, oder? Also, das ist echt ein gar nicht mal so leichter Mond, würde ich sagen. Aber gut. So, hier. Wasser mitnehmen und weiter geht's. Und auch hier sollten wir vielleicht mal eben einen Zwischenstopp machen. Ah. So, und jetzt weiter hier. So. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Also... Wir geben uns dort runter und dann mache ich was genau? Ich meine, ich habe ja nicht so viel Wasser, dass ich dort so leicht durchkommen kann, ne? Also ich kann es ja mal versuchen, aber... reicht das, reicht das, reicht das? Das reicht, okay. Aber schon sehr knapp. Nein, ich will nicht dich... Du kannst jetzt sterben gehen. So. Und Mond, genau. Schatztruhe im engen Tal. Also wenn ich jetzt... Ach, Moment mal. Hier kommt man auch gar nicht wieder zurück, ne? Das heißt quasi, wenn ich diesen Mond hier bekomme, muss ich ja runterspringen. Ah, man hätte den so oder so gefunden. Okay. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Hätte ich cool gefunden, wenn dort oben auch noch eine Röhre gewesen wäre. Und wenn das hier wirklich so ein Mega-Versteck gewesen wäre. Aber nee, anscheinend leider nicht. Schade, schade, aber kann man wohl nichts gegen machen. Wobei das aber auch echt schon krass versteckt gewesen wäre dann, ne? Weil man muss ja quasi runterfallen. Ansonsten sieht man das ja auch nicht wirklich. Weil... mal ebenso dort runter zu schauen, während man dort rumfliegt? Keine Ahnung. Was machen wir jetzt hier noch? Hm. Wie viel gibt's denn hier generell? Es gibt zwei... Wir haben gerade mal ein Drittel der Monde etwa. Nicht mal ein Drittel, eher ein Viertel, ne? Und knapp die Hälfte der Münzen. Also wir müssen hier schon noch einiges... finden, bevor wir weitergehen, würde ich sagen. Weil ich finde es, ganz ehrlich, es gibt so Leute, die ein Spiel spielen und dann wirklich nur das Nötigste machen. Das hasse ich wirklich. Weißt du, Spiele, die New Super Mario Bros. Spielen, Spieler, die solche Spiele spielen, wo man halt viele Dinge einsammeln muss und sich dann beschweren, dass das Spiel zu kurz ist, obwohl sie im Fall von Super Mario Bros. Halt zum Beispiel nie die 3 Star Coins gesammelt haben. Das finde ich ziemlich schwachsinnig. Dafür kriegt man ja auch, dann noch weitere Welten, also, nee. Ich meine, kann man natürlich gerne so spielen, aber... wenn man nicht alles macht, dann würde ich mich auch nicht wirklich darüber beschweren, dass halt das Spiel zu kurz ist, ne? Finde ich persönlich ein bisschen schwachsinnig. Aber naja. Generell hätte ich mal wieder Lust auf ein richtiges, neues New Super Mario Bros., aber ob da jemals wieder was kommen wird, jetzt wo es Mario Maker gibt, keine Ahnung. Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus, unbedingt, ne? Wobei viele Fans sich schon sagen... jetzt haben wir Mario Maker, da brauchen wir kein Mario... Wo war das jetzt? Ich habe gerade irgendwo einen Mond gesehen. Also auf jeden Fall, jetzt wo wir Mario Maker haben, brauchen wir kein Mario Bros mehr, weil wir ja quasi alles schon selbst in Mario Maker machen können. Ich habe hier gerade einen Mond gesehen, bin ich jetzt vollkommen dumm? Hä? Ja, liebe Leute, es gab hier leider ein klitzekleines Problem bei der Aufnahme, weswegen 3 Monde hier nicht so korrekt aufgenommen wurden, deswegen darf ich das jetzt hier nochmal machen. Das machen wir jetzt mal eben schnell, also es ist unglaublich nervig, aber ich habe hier noch einige Probleme mit den Aufnahmen, weil das mit dem Programm leider nie so richtig klappt. Also nicht nie, aber manchmal halt nicht. Der erste, der war hier oben über Plessy oder wie auch immer sie heißt. Den kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber da haben wir halt einen Mond geholt. Der war hier einfach drüber. Ah doch, da ist er, da kann ich den sogar noch zeigen. Da, den haben wir uns geholt. So, nimm mit, nimm mit, nimm da. Kann ich den? Okay, so. Den haben wir uns einmal geholt. Der nächste ist quasi unter der anderen dort runter. Den holen wir uns auch mal eben.
So, gehen wir hier unter Wasser so ein bisschen. So. Und da seht ihr ihn auch schon, da ist der nächste Mond. Also ja, es ist unglaublich nervig, dass hier einige Aufnahmen nicht funktionieren. Es sorgt auch für mich dafür, dass ich deutlich mehr Arbeit habe. Und an einem 20-Minuten-Part wird dann, ja, irgendwie mehrere Stunden lang gearbeitet. Es ist wirklich nervig, aber, ja, kann ich leider nichts gegen machen. So, das wäre der gewesen und dann haben wir uns noch einen weiteren geholt. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, der letzte, den wir uns dann noch geholt haben, der jetzt in der Aufnahme nicht zu sehen war, war der hier in diesem Strandhäuschen hier. So, dann wollen wir mal dort rein. Und ich hoffe, das kann ich jetzt überhaupt noch machen. Weil hier hat, also, hier ist noch was passiert. Genau, hier kann man so ein kleines Tänzchen, das wir gemacht haben. Und dafür haben wir den Mond bekommen. Ich muss hier übrigens nichts drücken, das geht alles vollkommen automatisch. Also ja, ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt, dass die Aufnahme nicht so gut geklappt hat. Das Problem ist nur, das ist jetzt der Fall, aber auch noch in einer späteren Aufnahme. Also ein bisschen zu spät realisiert, warum es nicht richtig geklappt hat. Aber ich glaube, zumindest für die nächsten Projekte dürfte es besser laufen. Aber wir werden sehen. Gut, dann gebe ich jetzt zurück an den Vergangenheits-RGE, der jetzt hier ganz normal weitermachen wird. Tschüss! Ah ja, hier haben wir die Eidechse, genau. So. Der Kerl da will unbedingt sehen, wie jemand von hier zum zum Glaspalast fliegt. Mir wäre das jetzt zu gefährlich. Ich glaube, er hat gesagt, mir wäre das jetzt zu gefährlich und nicht, mir wäre das jetzt zu gefährlich, aber egal. Segel, Segel, Segelflug. Ja, komm her. Ach ja, ich muss ihn übernehmen, genau. Also wir sollen einfach dorthin fliegen, oder was? Das ist ja jetzt nicht allzu schwer. Von daher, ich komme geflogen. Ach, dein Flug war aber wirklich sehr spektakulär. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Segelflug vom Leuchtturm. Ja gut. Aber da wird man doch bestimmt auch noch andere Orte erreichen können von dort oben aus, oder? Warte mal, ich teleportiere mich mal dorthin. Oder machen wir das Ganze nochmal? Also ich kann mich ja zumindest von dort oben ganz gut umschauen, würde ich sagen. Und vielleicht sehen wir hier irgendwas, was uns helfen wird. Wo komme ich denn eigentlich hier hin? Unterwasserturm. Ach so, das war der... Ah, ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Da sind wir damals hin durchgekommen, um hier zum Leuchtturm zu kommen. Ja, also, was haben wir denn jetzt hier noch so? Das sind ein paar Münzen. Da, ah, da haben wir noch ein weiteres Gemälde. Aber wie komme ich denn dort hoch? Ach, da komme ich wahrscheinlich von einer anderen Welt hier hin, ne? Genau. Sonst noch irgendwas? Also viel mehr sehe ich jetzt hier auch gar nicht. Da unten ist unter Wasser noch eine Flagge, aber nee. Ansonsten? Ansonsten weiß ich es halt auch nicht so genau. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in jeder Welt so unglaublich viel übersehe. Das ist ein bisschen nervig. Ich spiele Mario-Spiele schon sehr gern zu 100%, aber in diesem Fall habe ich da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Kann der eigentlich ins Wasser gehen oder stirbt er dann? Ja, okay. So viel dazu. Oh, hier haben wir einen Hund. Kann ich aber nicht übernehmen, naja. Gut, Alter, das sieht wirklich so aus, als ob man dort reingehen könnte, ne? Das habe ich ja schon damals mal gesagt. Hier, ach nee. Nee, das war das nicht. Hä? Aber, ach, ist jetzt auch egal. Soll ich jetzt hier noch irgendwas machen oder nicht? Ich weiß halt echt nicht, wie ich hier noch groß weitermachen soll. Um ganz ehrlich zu sein. Gefühlt haben wir ja noch jede Menge zu finden, aber wo genau? Das ist halt hier so ein bisschen die Frage, ne? Gib mal den Typen da, ja. Was haben wir eigentlich hier hinter dem? Ah, hier haben wir so eine Unterwasser-Challenge. Warte mal. Das ist aber nicht das Tic-Tac-Turnier, oder? Hier komme ich jetzt wahrscheinlich da unten rein. Ja, genau, genau, genau. Ich darf nicht meine Mütze benutzen. Das heißt, Cheep Cheep steht hier nicht zur Verfügung. Dann haben wir aber ein bisschen Luft. Die nehmen wir natürlich mal mit. Ah, das sind Mondstücke. Okay. Mondstück Nummer 1. Oh, hier sind auch Aale. Die habe ich gerade noch gar nicht gesehen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese eine Aufgabe aus Mario 64. Wo man in diesem Aquarium drin war, falls ihr euch noch daran erinnert. Oder auch aus Mario Sunshine, da gab es ja auch was ähnliches. Wo man dem Aal die Zähne putzen musste. Ja, richtig gehört, man musste in Mario Sunshine einem Aal die Zähne putzen. Das ist, ist sehr verwirrend, sehr seltsam, aber es war halt damals so. Mario Sunshine hatte echt einige verdammt seltsame Aufgaben, oder?
Aber es ist ein, ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich weiß, es ist so ziemlich das meistgehasste 3D-Mario-Spiel. War auch auf eurer Top-10-Liste so, aber ich finde es gut. Gutes Spiel. Ist jetzt nicht mein Lieblings-3D-Mario-Spiel. Aber ich mag es doch sehr gern. Wir brauchen noch zwei weitere. Wo haben wir die denn? Ne, ernsthaft, wo haben wir die? Ich schaue mich hier um, aber ich sehe nichts. Hier hinter hätten wir zum Beispiel noch einen. Und dann bräuchten wir noch den letzten. Das letzte Mondstückchen. Und dann wären wir hier auch schon fertig hier unten, schätze ich mal. Ah, dort oben vielleicht, oder? Sieht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Ja, genau, hier hätten wir das fünfte Stückchen. Ach, die Musik hier ist auch so ganz gechillt, ne? Und her damit. So. Her mit dem Mond. Dort unten zwischen den beiden Wasserblasendingern. Luftblasendingern wohl eher. Und damit hätten wir auch diesen Mond hier. Mondstücke im Meer. Und ich würde sagen, mehr vom Meer gibt's im nächsten Part von Super Mario Odyssey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch zur Unterstützung wäre wie immer sinnet. Und bis zum nächsten Mal.